Hallo und herzlich willkommen bei Harry Potter Wissen. Heute nehmen wir uns ein anderes Thema vor als sonst. Dazu haben mich einige Nachrichten auf Instagram erreicht. Es geht um Liebesbeziehungen, nachdem die Harry Potter Saga geendet hat. Hierbei geht es um die Filme und um die Bücher. Bleibt dran! Während der gesamten Harry Potter Saga sehen wir viele Beziehungen und Romanzen wachsen und wieder zerbrechen. Viele davon sieht man in den Filmen und in den Büchern und man weiß genau, wie sie ausgehen. Was ist aber mit denen, wo wir im Dunkeln stehen gelassen wurden? Einige sind offensichtlich, aber andere ja nicht. Rowling hat das Harry Potter Universum nach dem offiziellen Ende der Story weitergeführt und deshalb können wir klar sagen, welche Informationen der Wahrheit entsprechen und welche nicht. Fangen wir an mit der Nummer 5 und dort haben wir George Weasley und Angelina Johnson. Nach dem Krieg um Hogwarts und dem Tod von seinem Bruder Fred war George verständlicherweise sehr verstört und ziemlich zurückgezogen. Seinen Zwillingsbruder zu verlieren muss sehr hart sein. Wie wir aber alle wissen, muss das Leben irgendwann weitergehen und er wurde beruflich sehr erfolgreich. Er baute sich außerdem über die Zeit eine Beziehung zu der Gryffindor-Absolventin Angelina Johnson auf. Sie wurde im Jahr 1977 geboren, spielte eine aktive Rolle in der Saga, war Captain vom Quidditch-Team und war auch noch Teil von Dumbledores Armee. Das Komische an der Sache ist, dass Angelina die Ex-Freundin von seinem Bruder Fred war. Dieser heiratete er dann schließlich und sie bekamen zwei Kinder, einen Sohn namens Fred II. Und eine Tochter namens Roxanne. Auf der Nummer 4 haben wir Draco Malfoy und Astoria Greengrass. Draco hatte nie wirklich Interesse an einem anderen Geschlecht während der Schulzeit in Hogwarts gezeigt. Er hat sich jedoch dafür entschieden, die zwei Jahrgänge unter ihm absolvierende Astoria Greengrass zu heiraten. Diese war nicht so, wie man vermutet, denn sie war warmherzig und nicht den Muggeln abgeneigt. Dracos Eltern Narcissa und Lucius unterstützten diese Partnerschaft natürlich nicht. Die haben sich an seiner Seite eine bessere Schwiegertochter vorgestellt. Draco und Astoria bekamen einen Sohn zusammen, namens Scorpio Malfoy. Man könnte sagen, es hat sich in Dracos Leben alles zum Guten gewendet. Doch leider ist Astoria sehr früh von ihm gegangen, denn sie starb an einer angeborenen Familienkrankheit. Von da an war Draco ein Singlevater. Auf der Nummer 3 haben wir Luna Lovegood und Rove Scamander. Nachdem der Krieg um Hogwarts geendet hat, wurde Luna eine sehr berühmte Magiozoologin und blieb ihrer Liebe zu magischen Kreaturen natürlich treu. Wer auch ein berühmter Magiozoologe war, war Newt Scamander, welcher auch fantastische Tierwesen geschrieben hat. Seinen Enkelsohn Rove Scamander fand Luna aber wohl noch faszinierender. Dieser wurde selbst Magiozoologe. Sie heirateten später und gründeten eine Familie. Sie hatten zwei Söhne namens Lorsan und Lysander. Viele Fans waren nicht begeistert von diesen News, da sie der Überzeugung waren, dass Neville und Luna ein super Paar abgegeben hätten. Rowling hatte dafür aber andere Pläne, die ihr später noch erfahren werdet. Für die Nummer 2 haben wir uns Neville Longbottom und Hannah Abbott ausgesucht. Diese beiden Charaktere haben wir eigentlich nie wirklich zusammen gesehen und es wurden auch keinerlei Anspielungen darauf gemacht. Sie waren sogar in verschiedenen Hogwarts-Häusern, er in Gryffindor und sie in Hufflepuff. Es gab jedoch einige kleine Gemeinsamkeiten. Sie waren beide Mitglieder in Dumbledores Armee, außerdem hatten sie beide Kräuterkundestunden zusammen. Sie haben geheiratet und sind zusammengezogen. Sie hatten allerdings keine Kinder zusammen. Neville wurde schließlich Professor für Kräuterkunde in Hogwarts und es wird impliziert, dass Hannah sich bewarb, Matrone in Hogwarts zu werden, um näher bei ihrem Ehemann zu sein. Auf der Nummer 1 haben wir Bellatrix Lestrange und Voldemort. Ja, ihr habt richtig gehört. Bellatrix Lestrange und Voldemort sind zusammen gewesen während der Saga. Und das wissen wir durch ihre gemeinsame Tochter Delphini. Sie wurde irgendwann in den 1990ern auf dem Anwesen der Malfoys geboren. Bellatrix war offensichtlich eine Massenmörderin und es ist keine wirkliche Überraschung, dass sie sich zu Voldemort hingezogen gefühlt hat. Es existiert eine Theorie, die besagt, dass Bellatrix Voldemort mit einem Liebestrank verzaubert hat, um ihn rumzubekommen. Das war's mal wieder mit diesem Video und 5 Beziehungen aus und nach Harry Potter. Was denkst du darüber? Lass es uns gerne in den Kommentaren wissen. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du mehr solcher Videos sehen möchtest und dich für Harry Potter interessierst, abonniere gerne den Kanal. Danke für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.